Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir ganz einfach anhand eines Beispiels, wie du die rechnerische Kostenzerlegung ganz einfach durchführst, also zu Deutsch die fixen und variablen Kosten berechnest. Doch zuallererst gibt es da eine Annahme. Die fixen Kosten bleiben bei steigender Ausbildungsmenge unverändert und dadurch lassen sich dann die variablen Kosten berechnen. Was meine ich? Ja, wenn du zum Beispiel so ein Teddybären produzierst, dann brauchst du natürlich zum einen den Stoff, das Material, das sind deine variablen Kosten. Weil umso mehr Teddys du produzierst, umso mehr Stoff brauchst du und umso mehr dieser Kosten hast du. Aber es gibt Kosten, die sind fixe, zum Beispiel deine Miete oder eben die Abschreibungen deiner Anlagen. Und genau darum geht es. Du möchtest im Endeffekt herausfinden, hey, wie hoch sind meine variablen Kosten bzw. meine Fixkosten? Und das möchtest du dann ausrechnen und das geht dann eben nur, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Das ist aber in der Regel. Also jetzt schauen wir uns die Beispielaufgabe an. Im Januar hatten wir Gesamtkosten in Höhe von 150.000 Euro und haben dabei 90 Stück an Teddybären produziert. Im Februar oder eben in einem anderen Jahr, ist ja auch egal, waren es dann 220.000 Gesamtkosten und wir haben 140 Stück produziert. Und wir wollen nun wissen, hey, wie hoch sind die variablen Kosten zum Beispiel? Naja, als allererstes machst du dir so eine schöne Tabelle. Periode 1, Periode 2, das ist ja egal. Und dann Gesamtkosten von der einen Periode 150.000 und die Stückzahl 90.000 und dann auch von der anderen, das schreibst du dir sauber hin. Da gibt es jetzt zwei Wege nach oben und zwar die folgende Formel. Nimmst Kosten 2 minus Kosten 1 geteilt durch x2 minus x1. Wichtig dabei ist aber immer zu beachten, k2 oder x2, das sind immer die mit den höheren Gesamtkosten und den höheren Stückzahlen. K1 und X1 ist dann das mit der niedrigen Gesamtkosten und der niedrigen Stückzahl. Das muss man halt immer anpassen. In unserem Beispiel, die höheren Gesamtkosten sind ja 220.000. Also 220.000 minus 150.000 geht dadurch 140.000 Stück minus 90.000 Stück. Und wenn ich das ausrechne, ergibt das Ganze dann 1,40 Euro. Das sind meine variablen Kosten. Es gibt noch einen anderen Weg, ganz simpel eigentlich. Du nimmst den höheren Betrag minus den niedrigeren Betrag und diesen Betrag teilst du dann einfach durch die höhere Stückzahl minus die niedrigere Stückzahl. Also nun zum Beispiel dann 70.000 geteilt durch 50.000 und dann haben wir 1,40 Euro. Und hier sind die versprochene Übungsaufgabe für dich. Probier es selbstständig, halt das Video an und berechne mir die variablen Kosten. Die Lösung kommt jetzt. Wunderbar, die variablen Kosten sind 300 Euro.